Ja, schön, dass alle noch da sind und keiner gegangen ist, auch trotz vorgerückter Stunde und trotz der Tatsache, dass wir jetzt so von einem Rock Solid Enterprise Thema auf so einen richtig Bleeding Edge Completely Experimental Modus gehen. Ich weiß nicht, wer hier den Titel irgendwie, wer sich bei dem Titel gewundert hat, wovon zum Geier redet der Mann da? Das Bild ist tatsächlich ein richtiges Trüffelschwein und es ist erstaunlich schwierig, ein Bild zu finden davon, was irgendwie modern ist. Deswegen habe ich so ein altes Bild genommen. Also es ist halt tatsächlich irgendwie ein Trüffelschwein, was dann nach irgendwelchen Trüffeln sucht. Und der Talk-Titel ist aber das eierlegende Trüffelschwein. Also es geht um Truffle, was ein Bestandteil von der Graal-VM ist. Also tatsächlich ein Hype-Thema in letzter Zeit. GraalVM, eine VM, also eine Java-VM-Implementierung, die von Oracle in letzter Zeit gepusht wird. Bevor ich aber auf diese ganzen Bestandteile eingehe, was das da mit diesem Truffle auf sich hat, wie das mit Graal zusammenhängt, würde ich erstmal kurz einen kleinen geschichtlichen Abriss geben, was in der Java-Welt alles so passiert ist in den letzten, ja, vielen Jahren. 1994. Ich konnte da eigentlich schon laufen und reden und so und war so, naja, noch nicht ganz, also Kindergartenalter halt, aber also noch nicht, ich war noch nicht eingeschult. Da kam die erste Version der JVM raus. Ja. Ich weiß nicht, ob hier jemand schon zu dem Zeitpunkt JVM programmiert hat, 1994, aber vielleicht kann sich jemand daran erinnern, ich nicht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was Computer sind. Genau, dann passierte lange Zeit erstmal nicht so wahnsinnig viel. 1994 Java, das war schon eine Innovation zu der Zeit. Aber so richtig, also obendrauf Innovation gab es ja erstmal eine Weile nicht. 2001 gab es die ersten Versionen von Python und von Ruby auf der JVM, genannt JSON und JRuby. Diese beiden Projekte gibt es tatsächlich noch, aber ich glaube, die hinken ziemlich hinterher. Also JSON ist, glaube ich, immer noch auf 2.7. Ich weiß nicht, wie JRuby auf welcher Version das ist, aber ich glaube, beide sind ziemlich, sind nicht so wirklich up to date. Und das war deswegen interessant, weil JSON und JRuby auch auf der JVM gelaufen sind, aber Sprachen sind, die komplett anders als Java sind. Bei .NET konnte sich das nie so richtig durchsetzen, dass da irgendwie völlig andere Sprachen noch sind. Geht auch. Es gibt Iron Python und Iron Ruby. Gibt es das auch? Unser .NET-Experte weiß es nicht. Genau, aber tatsächlich ist das in der Java-Welt ja, war da erfolgreicher, was die polyglotte Programmierung betrifft. 2003 kam dann die erste Version von Groovy. Und ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, dass Groovy eigentlich mal Teil in Java-Standard werden soll. Also es gab da so einen Specification-Request und dann wurde da lange diskutiert und dann hat man sich irgendwann dafür entsch oder dagegen entschieden, das in den Standard aufzunehmen und es halt lieber als eigene Programmiersprache weiterzuführen. Groovy ist ansonsten ist syntaktisch relativ ähnlich an Java. Man kann halt viele Typen weglassen, man kann auch einfach ungetypt arbeiten. Man kann, die hatten schon Closures und so weiter und so fort. War also so ein bisschen syntaktisch angenehmeres Java. 2004 kam dann die nächste Innovation. Java 5 kam raus mit Generics. Tatsächlich 2004 ungefähr habe ich dann so langsam mal von Java schon mal gehört gehabt, als ich dann im Gymnasium war. Da wusste ich dann ungefähr Bescheid, was das ist. Hab aber, das ist also die ersten Versionen mit Java, die ich angefangen habe. Also Java vor Generics, keine Ahnung, habe ich nie benutzt. Wahrscheinlich auch besser so. 2004 kam auch heraus die erste Version von Scala, die tatsächlich, also Java 5 mit den Generics und die Geschichte von Scala hängen sehr stark miteinander zusammen, weil einer der Menschen hinter den Java Generics, der Martin Oderski, hat auch Scala gebaut. Das heißt, viele von den Konzepten da sind da sehr ähnlich. Insbesondere eben auch die Type Erasure, die da eingeführt worden ist. 2006, 2 Jahre später, gab es Java 6, da gab es die Scripting-API und die Java Compiler-API. Das heißt, da ging es schon deutlich mehr in die Richtung, dass man irgendwie mehr Programmiersprachentechnik hat. Also jetzt nicht irgendwie so Library-Features, sondern wirklich, dass man APIs hat, um irgendwie mit Programmiersprachen zu reden. Also man konnte zur Laufzeit irgendwelchen Code kompilieren, man konnte aber auch irgendwelche beliebigen Skriptsprachen reinladen. 2011 kam dann die nächste Version von Java, da ist also eine sehr große Lücke dazwischen, 5 Jahre. Jetzt mittlerweile hätten wir in 5 Jahren 10 neue Java-Versionen. Damals hat man sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Da gab es dieses Invoke Dynamic, diese Invoke Dynamic-Instruktion.
Warum ist die interessant? Naja, da geht es so ein bisschen darum, dass man ungetypte Skriptsprachen oder ungetypte andere Sprachen auf der JVM deutlich effizienter ausführen kann. Weil im Prinzip macht man auf der JVM immer so ganz gewöhnliche Methodencalls, da kann man dann halt in der Tabelle nachschauen, wo ist die Methode. Und bei Skriptsprachen ist es nicht so einfach. Wenn man da irgendwie ein Objekt X hat und dann ruft man dann eine Methode F drauf auf, dann weiß man nicht genau, wo diese Methode F herkommt, was sie für Typen hat. Und mit Invoke Dynamic gab es dann da im Prinzip eine Unterstützung in der JVM, um das ein bisschen angenehmer zu machen, um das ein bisschen performanter zu machen. Angenehmer ist es nämlich nicht geworden, weil um Invoke Dynamic korrekt zu implementieren, also wenn man jetzt irgendwie einen Compiler baut und da irgendwie Invoke Dynamic erzeugen will, das ist eine ganze Reihe von Bedingungen, die man da irgendwie erfüllen muss. Und so wirklich schön von Hand zu schreiben ist es nicht. Leute, die Compiler bauen, die müssen da durch, die müssen das machen. Aber wenn man irgendwie mal so selbst experimentieren will, ist es wahrscheinlich zu viel Aufwand. Das ist auch nicht so ganz einfach zu verstehen, was da passiert. Ja, nochmal 3 Jahre später, Java 8 hat dann Nashorn mitgebracht. Weiß nicht, wer hat schon mal Nashorn benutzt im Projekt? Niemand. Nashorn ist, das ist also diese Geschichte von den JavaScript-Engines auf der JVM, das ist auch so ein Rollercoaster-Ride. Da nimmt man mal Nashorn, dann Rhino, dann wieder doch Nashorn und jetzt ist Nashorn, glaube ich, auch tot. Und Rhino ist eigentlich auch schon seit einer Weile tot. Also wenn man was mit JavaScript machen will, ist eigentlich auch nicht so richtig einfach. Nashorn hat jedenfalls dieses Invoke Dynamic schon benutzt, um irgendwie eine einigermaßen performante JavaScript-Execution zu bekommen. Nochmal 3 Jahre später, Java 9. Und da gab es einige interessante Sachen, einige interessante Neuerungen. Und zwar Sachen, die in dem Compilerbau schon sehr, sehr viel länger bekannt waren. Also zum Beispiel JShell ist so eine REPL für Java. Das heißt, man kann einfach eine Java-Shell starten und kann da Java-Code eintippen und dann wird der kompiliert und direkt ausgewertet. Das ist etwas, was andere Programmiersprachen schon in den 70ern gemacht haben. Und 2017, also nur kurze Zeit später ist das dann auch hat das dann auch in Java Einzug gehalten. AOT heißt Ahead of Time Kompilierung, das heißt, man kann mit Bordmitteln in Java kann man sich eine Datei erzeugen lassen, die im Prinzip schon direkt vorkompiliert ist, wo also der Just-in-Time-Compiler nichts mehr tun muss. Und JLink ist dann ein zugehöriges Tool, wo man so Dependencies mit reinlinken kann in diesen Code. Und das ist deswegen interessant, weil man gegebenenfalls in manchen Umgebungen eine bestimmte Performance erreichen will, ohne dass da zur Laufzeit noch irgendwas Komisches passiert. 2 Jahre später dann gab es dann die erste tatsächlich released Version von GraalVM. GraalVM ist schon seit viel länger in Entwicklung. Also ich glaube, das ist irgendwie, die haben das Projekt angefangen 2012 oder so. Das hat relativ lange gedauert bis zur ersten öffentlichen Version. Nicht, weil die Leute so langsam sind, sondern weil das ein ziemlich großes Projekt ist. Und GraalVM beinhaltet sehr, sehr viele Bestandteile. Wenn man sich das runterlädt und installiert, dann hat man erstmal eine JVM. Nach aktuellem Stand ist das eine JVM mit Java 8. Das ist also jetzt erstmal noch nicht besonders spannend. Da haben sie halt eine neue VM gebaut. Zusätzlich ist es allerdings so, dass GraalVM noch eine ganze Reihe von anderen Tools hat. Sie haben auch dieses Native Image gebaut. Das ist halt ein Tool, was Code vorkompilieren kann und das ist dann quasi über Umwege schon mal zuerst als in diesen Java AOT geht zurückgewandert. Also, wir haben das in GraalVM entwickelt und dann ist es in das offizielle JDK reingewandert. Über Native Image reden sehr viele Leute. Das ist momentan ein sehr großes Hype-Thema, weil man baut irgendwelche Microservices. Die sind sehr klein und dann muss man da aber irgendwie 100 Megabyte JVM starten und das dauert sehr lange. Und mit Native Image kann man das halt alles vorkompilieren und dann ist das unter Umständen eine sehr kleine Datei, die halt Startup-Zeiten von unter einer Sekunde hat. Seitdem man benutzt Spring, dann hat man immer noch lange Startup-Zeiten, aber prinzipiell kann man damit die Startup-Zeiten relativ stark drücken. Was gibt es dann noch? GraalVM hat auch einen ganz neuen Just-in-Time-Compiler mit eingeführt. Man kann nämlich jetzt in Java einen Optimizer schreiben für Java-Code. Das heißt, man könnte fast sagen, man hat da irgendwie so selbst optimierenden Code, den man da schreiben kann. Und das ist ganz cool, weil das Problem nämlich ist, dass die Hotspot-VM, also die offizielle JDK-VM, die ist in C++ geschrieben. Und ich weiß nicht, wer mal C++-Code geschrieben hat,
aber es ist schon sehr schwer, normalen C++-Code zu schreiben, aber dann noch C++-Code zu schreiben, der eine andere Sprache ausführt, das ist noch viel schwieriger. Und wenig überraschend ist es so, dass es nicht gerade einfach ist, neue Optimierungen hinzuzufügen, weil man erstmal Leute finden muss, die C++ kennen und dann auch noch durch diesen komplizierten Code durchsteigen. Und es wäre irgendwie viel cooler, wenn man die VM selbst in Java implementieren könnte oder zumindest große Teil der VM. Und genau das hat man mit GraalVM geschafft. Sie haben also das Ökosystem so Self-Hosting gebaut. Also die Sprache kann sich quasi selber optimieren. Und es ist dann quasi nicht mehr so viel C++-Code erforderlich, was meiner Ansicht nach eine ganz coole Sache ist. Genau, zum Thema GraalVM finden sich endlose Ressourcen im Internet, die das erklären. Der Fokus, worauf ich legen will, ist tatsächlich auf dem Aspekt der polyglotten Programmierung. Denn mit GraalVM kann man nämlich auch noch andere Sprachen außer Java sehr einfach auf der JVM laufen lassen. Gut. Was meine ich mit polyglotter Programmierung? Ich hatte ja schon erwähnt, dieses JSR 223, die Scripting API, die vor einer Weile schon eingeführt worden ist, hat dann dazu geführt, dass man irgendwie noch andere Programmiersprachen sehr einfach bereitstellen kann. Das ist mal ein kleiner Auszug davon. Ich glaube, die sind auch alle nicht mehr so wirklich, also ich glaube, die allermeisten davon sind nicht mehr so wirklich gepflegt. Es gab tatsächlich sogar mal eine Haskell-Implementierung für Java. Hat, glaube ich, nie jemand benutzt. PHP auch, also wenn man irgendwelche PHP-Applikationen auf der JVM laufen lassen will, kein Problem, geht. Weiß nicht, wer sich noch an JavaFX-Script erinnert. Als ich so neu in Java war, war so JavaFX gerade der heiße Scheiß. Das wollten alle machen, damit wollte man jetzt GUIs bauen. So wirklich durchgesetzt hat sich es auch nicht. Aber das Coole an diesem 223-Standard ist eben, dass sämtliche von diesen Programmiersprachen die gleiche API bereitstellen. Also man kann irgendwie so ein Script-Engine-Objekt sich holen und dann kann man da irgendwie Code ausführen. Und dann kann man sogar auch noch irgendwelche Kontexte setzen und sowas. Und das ist alles, egal welche Programmiersprache das ist, es funktioniert alles irgendwie uniform. Und es gibt auch Möglichkeiten, so Java-Objekte in die Guest-Sprache zu übernehmen. Also man kann dann irgendwie sagen, ich habe jetzt hier eine Java-Liste und die kann ich dann in Python irgendwie, über die kann ich dann in Python iterieren oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich kann natürlich dann auch entsprechend Funktionen hin und her aufrufen. Genau. Dann wollte ich euch noch zeigen, was es mit diesem Invoke Dynamic auf sich hat, wie das funktioniert. Das ist das JSR 292 und das habe ich aus einem Paper geklaut, was das beschreibt. Und was wichtig ist an dieser Folie ist, it's complicated. Also wenn man quasi früher in Anführungszeichen eine Funktion aufgerufen hat, was man gemacht hat, ist der Compiler, hat in irgendeiner Tabelle nachgeschaut, an welcher Position diese Funktion ist und hat das dann einfach reingeschrieben in den Bytecode. So, ruf mal diese Funktion an dieser Stelle. Wenn man Invoke Dynamic benutzen will, dann muss man irgendwie erstmal so eine bestimmte Sonderfunktion aufrufen. Die gibt dann irgendwie so eine Call-Site zurück. Eine Call-Site ist so ein spezielles JVM-Objekt. Und in diesem Call-Site-Objekt steht dann irgendwie was drin, ob diese Call-Site immer die gleiche ist, also ob immer die gleiche Funktion aufgerufen wird, oder ob es auch sein kann, dass in einer bestimmten Bedingung irgendeine andere Funktion aufgerufen wird. Wenn man in JavaScript zum Beispiel Plus benutzt, dann können das irgendwie 10 verschiedene Funktionen sein, je nachdem, was die Typen von den Dingern sind. Und dann kann man das eben hier sagen. Ja, also in diesen Fällen ist es diese Funktion, in den anderen Fällen ist es die andere Funktion. Und dann ist die Hoffnung, dass der Hotspot-Compiler das dann irgendwie optimieren kann. Und das kann auch tatsächlich sehr gut. Das Problem ist halt nur, das zu implementieren ist halt nicht so einfach. Also bei diesen Call-Sites gibt es irgendwie sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man die sich zusammenstöpseln kann und so richtig cool ist das nicht. Wäre also irgendwie schön, wenn man jetzt als Compiler-Bauer das nicht machen müsste. Wenn man also jetzt irgendeine einfachere Möglichkeit hätte, um so dynamische Methodenaufrufe zusammenzustöpseln. Oder überhaupt sich über die Themen Effizienz und Optimierung gar keine Gedanken machen zu müssen. Wäre irgendwie cool, wenn man irgendwie ineffizienten Code schreiben könnte und dann kann die JVM das auf irgendeine magische Art und Weise dann effizient machen. Genau, dazu erstmal kurz, bevor ich erklären kann, wie das funktioniert, muss ich jetzt mal noch einen ganz kleinen Theorieeinschub machen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Compilern und Interpretern? Ein Compiler, wie zum Beispiel ein C-Compiler, der funktioniert ganz einfach. Das ist eine Blackbox, da tue ich Source-Code rein.
dann kommt der Target-Code raus, das ist meistens irgendwie x86 oder ARM oder sonst irgendwas. Und dann habe ich irgendeine Runtime, das ist meistens mein Betriebssystem und die liest den Input, keine Ahnung, von irgendwoher, Standard-In oder irgendwelche Dateien, dann kommt irgendwie Output raus. Ganz einfach. Das wäre ein Compiler. Ein Interpreter, da ist ein Schritt weniger. Da habe ich Source-Code und die Runtime, was dann irgendwie zum Beispiel der Python-Interpreter ist, liest dann den Source-Code direkt und wandelt das in den Output um. So. Der Vorteil von Interpretern ist, sie sind wesentlich einfacher zu implementieren. Der Vorteil von Compilern ist, sie sind wesentlich einfacher zu optimieren. Und irgendwie will ich beides haben. Ich will irgendwie einen Compiler haben, der meinen Code optimiert, weil er irgendwie mehr Wissen über den Code hat. Und ich will aber auch eine einfache Implementierung haben. Und da gibt es ein cooles Konzept und dieses Konzept heißt Futamura-Projektion. Die heißt so, weil sich das irgendein japanischer Wissenschaftler mal ausgedacht hat, der Futamura hieß. Und damals, als er sich das ausgedacht hat, hat er das im Prinzip nur postuliert. Er hat gesagt, es wäre irgendwie cool, wenn es diese Futamura-Projektion gäbe. Was ist das jetzt, eine Futamura-Projektion? Das wäre so, wie wenn ich jetzt Source-Code nehmen würde, den dann durch einen Interpreter jagen würde und dann wird er automatisch, bevor das ausgeführt wird, erstmal ein Kompilat rauskommen und dieses Kompilat kann ich dann effizienter ausführen. Das wäre quasi der Schritt, wie wenn ich jetzt irgendein Build-Tool hätte, dieses Build-Tool nimmt meinen Interpreter und spuckt dann einen Compiler aus. Also so eine Art Meta-Compiler. Ich tue einen Interpreter rein, der ist irgendwie nicht effizient, aber einfach zu implementieren und dann warte ich ein bisschen, dann rühre ich ein bisschen rum und dann kommt ein Compiler raus, der das irgendwie alles effizient macht. Das war so diese Idee. Wer das genau wissen möchte, es gibt nämlich tatsächlich drei von diesen Futamura-Projektionen, kann ich das mal auf Wikipedia geben. Es wird sehr schnell sehr meta. Die Idee ist jedenfalls, wir schreiben einen ineffizienten, aber einfach zu schreibenden Interpreter und dann passiert irgendwelche Magic und dann kriegen wir einen effizienten Compiler raus. Das wäre irgendwie cool. Und GraalVM implementiert genau das. Das heißt, da haben wir genau diese schöne Szenerie. Wir haben irgendwie das Beste von allen Welten und es scheint ein Regenbogen durch unseren Code und alles ist plötzlich effizient. Das ist ja großartig. Diese Grafik habe ich von der Oracle-Webseite geklaut. Tatsächlich ist es eben so, dass GraalVM genau das macht. Es gibt irgendwie verschiedene Input-Sprachen, unter anderem natürlich auch Java, ist klar. Aber auch JavaScript, Ruby und den ganzen anderen Spaß. Und dann passiert hier irgendwas, Magic, an der Stelle. Und dann kann man das auf der JVM laufen lassen, effizient, oder man kann es auch auf Node.js laufen lassen. Ich weiß nicht, wer hier eine Oracle-Datenbank betreibt, aber mit GraalVM wäre es tatsächlich möglich, irgendwie Stored Procedures in Ruby zu schreiben und die dann laufen zu lassen. Also wer das mag, kann man damit machen. Genau, und Standalone heißt halt hier, man kann das Zeug dann auch vorkompilieren. Das heißt, mit der GraalVM kann man zum Beispiel hergehen, kann JavaScript-Code in Binärcode übersetzen lassen. Und das wird dann alles irgendwie auf magische Art und Weise effizienter als sonst. Wie sieht das jetzt aus? Ich habe mal hier die Implementierung von JavaScript mal aufgemacht. Das ist erstaunlich lesbar. Also ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie in so GCC oder Java-C-Sourcen reingeschaut hat. Da ist, jemand nickt, ist ziemlich furchtbar, aber das in Graal sieht gar nicht so schlimm aus. Es folgt nämlich einer sehr klaren objektorientierten Struktur und ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie so einen Mini-Compiler gebaut hat, wie irgendwie so eine arithmetische Sprache vielleicht. Das machen viele, einige Einführungsvorlesungen in der Informatik machen das in der Uni. Man hat dann da irgendwie so ein Interface, das sind dann irgendwelche Nodes, die dann Knoten in dem Syntaxbaum repräsentieren. Hier hätten wir zum Beispiel einen Binary-Node und was ist das? Das ist jetzt eine Multiplikationsoperation. Das wäre jetzt also irgendeine Klasse, die repräsentiert, wenn ich x mal y irgendwo stehen habe im Source-Code. Und dann gibt es da so eine abstrakte Execute-Funktion, die würde einfach zwei Objekte miteinander multiplizieren. Und in JavaScript ist es so, ich kann alles mit jedem multiplizieren. Ist eigentlich völlig egal. Ich kann irgendwie Strings mit Floats multiplizieren. Für JavaScript ist das kein Problem. Kommt vielleicht Unsinn raus, aber es gibt auch keinen Fehler. Ist völlig okay. Das heißt, das steht jetzt hier so ganz abstrakt da. Zwei Objekte miteinander multiplizieren. Und dann kann ich, das kann ich unimplementiert lassen. Damit sage ich einfach nur, das geht im Allgemeinen. Und dann kann ich hier so Spezialisierungen angeben. Und da gibt es eine ganze Reihe davon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Doubles miteinander multipliziere, dann kann ich einfach die Java-Multiplikation benutzen. A mal B für Doubles.
Und dann tue ich hier so eine Annotation dran und sage, das ist jetzt der spezielle Fall, wenn die beiden Objects halt zufällig Doubles sind. Dann kann ich hier noch irgendwas machen, wie wenn das irgendwie zwei Int sind und übrigens der zweite Int muss irgendwie größer als 0 sein. Und ich weiß jetzt nicht, warum die Leute das gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie eine optimiertere Implementierung haben, wenn b größer als 0 ist. Jedenfalls ist da sehr, sehr viel Code drin in diesem Body. Und da machen sie irgendwelche lustigen Operationen, die effizient sind. Wenn da irgendwie das nicht größer als 0 ist oder dann eine Arithmetic Exception fliegt, dann versucht die VM irgendwas anderes zu machen. Da können sie zum Beispiel in diesen Fall reingehen, wo das Constraint an b nicht gestellt ist. Wenn man jetzt eine Sprache so implementiert, dann kriegt man eben diese Optimierung von der GraalVM komplett geschenkt. Man muss also bloß so einen Interpreter schreiben, der so einen Syntaxbaum durchläuft und dann so auf den ganzen Typen die Sachen auswerten kann. Und dann macht die JVM oder die GraalVM, die führt das so zehnmal aus, guckt, hey, ich multipliziere immer nur zwei Zahlen und dann wird es optimiert und wird aus dem generischen Code wird dann eben dieser spezialisierte Code. Man kann das mit den entsprechenden Flags auch nachvollziehen, dann kann man sich das anzeigen lassen, hey, ich habe irgendwie 10 Iterationen gemacht, jetzt passiert irgendwas anderes. Und genau, das passiert also wirklich im Hintergrund vollautomatisch. Und wenn man seine eigene Programmiersprache da implementieren möchte, benutzt man eben diese Truffle API. Also Truffle ist der Teil von der GraalVM, der diese polyglotte Unterstützung bietet, mit dem man also so eigene Sprachen implementieren kann. Es gibt in der Doku auch eine Beispielsprache, die mal jemand implementiert hat von Oracle. Das ist irgendwie so eine ganz einfache imperative Programmiersprache. Und da ist es sehr schön nachzuvollziehen, welche Teile man braucht. Also man implementiert halt so ein paar Klassen, wie man es im normalen objektorientierten Design auch machen würde. Tut so ein paar Annotationen dran, wie man es in allen Java-Bibliotheken machen würde. Und dann lässt man das laufen und es ist irgendwie effizient. Ja, also um das zusammenzufassen, JVM plus Polyglot gleich Profit. Das kann man auch auf völlig abstruse Level heben, das Ganze. Die Sprachen können sich nämlich gegenseitig aufrufen. Also wenn ich da jetzt irgendwie Bock drauf habe, kann ich auf einer Oracle-Datenbank eine Stored Procedure in Java aufrufen, die Python-Code aufruft, die Ruby-Code aufruft. Also wenn ich da irgendwie drauf stehe, kann ich das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das kann auch zirkulär sein und ich kriege dann auch die richtigen Stack-Traces angezeigt. Also ich kriege dann irgendwie so ein Stack-Trace, das ist irgendwie aus Ruby, das ist irgendwie aus Python, das ist irgendwie aus Java. Alles kein Problem. Und was noch viel cooler ist, die Sprachen profitieren quasi so nebenbei, so als Double Bonus, profitieren die von der JVM. Hat hier schon mal jemand versucht, ein paralleles Ruby- oder Python-Programm zu schreiben? Es geht halt einfach nicht. Also es ist wirklich nicht so einfach, weil die ganzen Sprachen, die haben so ein Interpreter-Lock, wenn da irgendwie ein Prozess über den Code drüber läuft, dann kann halt kein anderer Prozess über den Code drüber laufen. Das geht halt einfach nicht. In der JVM gibt es zig verschiedene Bibliotheken, die irgendwie gute Concurrency anbieten, die irgendwas mit Threads machen oder mit Futures oder mit Coroutines oder was auch immer, was man so hat. Kann man alles dann einfach so benutzen und das ist halt auch so ein Nebeneffekt. So, wenn man JavaScript oder keine Ahnung, alle möglichen anderen Sachen auf der GraalVM laufen lässt, kann man plötzlich parallele Programme schreiben, die man so nicht schreiben konnte vorher. Also wenn man jetzt irgendwie sich vorstellt, man hat irgendwie so einen Haufen Python-Code rumliegen, der irgendwie nicht ersetzt werden kann, aber den man irgendwie schneller machen muss, dann lässt man den auf der GraalVM laufen. Fertig. Problem gelöst. Tooling. Also es gibt ja Leute, die sind da geteilter Meinung, was das JVM-Tooling anbelangt. Ich persönlich finde das JVM-Tooling ziemlich cool. Und alle bekannten Build-Tools und sowas kann man da auch benutzen. Also man kann dann irgendwie Python-Code mit Gradle bauen und sowas. Bibliotheken gibt es natürlich auch ganz viele. Das geht auch umgekehrt. Also wenn man jetzt irgendwie eine super geile JavaScript-Bibliothek auf NPM gefunden hat und die aus Java raus benutzen will, kann man machen. Ist gar kein Problem. So. Und um das jetzt Ganze noch einen Zacken experimentell, also alles, was ich bisher gezeigt habe, das ist so mittelexperimentell. Das kann man mal, das kann man vielleicht in Produktion ausrollen, wenn das jetzt nicht irgendwie systemkritisch ist für die eigene Applikation. Ja? Was ich jetzt zeige im Folgenden, das ist super Bleeding Edge. Ja? Also bitte das niemand machen und dann sagen, ja, der Mensch von InnoQ hat gesagt, das ist eine gute Idee. Ich sage jetzt explizit, das ist keine gute Idee, das in Produktion zu benutzen, aber es ist richtig cool. Vielleicht kann man das in ein oder zwei Jahren dann produktionsmäßig benutzen. Und zwar kann man nativen Code auch auf der JVM ausführen lassen. Also die meisten Leute, wenn die GraalVM hören, denken die, ich kann Java-Code nach nativen Code kompilieren. Wenn ich GraalVM höre, denke ich, ich kann nativen Code auf der JVM laufen lassen. Das ist das Rust-Logo, das ist das LLVM-Logo. Und worauf ich damit hinaus will, ist, LLVM
ist so eine Compiler-Architektur für C, C++ und auch Rust. Und die erzeugen alle so einen Intermediate-Bitcode, heißt der. Und mit dank GraalVM kann ich eben diesen LLVM-Bitcode auf der JVM ausführen lassen. Und wenn ich Oracle Geld gebe, kann das sogar im Sandbox-Modus laufen. Das heißt, ich kann C und C++-Code so ausführen lassen, dass es keine SecFaults mehr gibt. Und auch keine Sicherheitslücken in dem Sinne dann mehr. Was dann dabei rauskommt, wenn man das mit Rust macht, ist dieser, das ist der Duke, das Java-Maskottchen, da habe ich diese Rust-Hände von der Krabbe mit dran gemacht, von dem Rust-Logo, von dem Rust-Maskottchen. Und dann kommt dann ein Projekt raus, was ich Rösti-Graben genannt hat. Ich weiß nicht, wer den Rösti-Graben kennt. Das ist so eine gedachte Linie in die Schweiz, in der Schweiz. Das ist so wie der Weißwurst-Äquator in Bayern. Der Rösti-Graben trennt die Deutschschweiz von der Französischschweiz, weil auf der einen Seite, da essen die Leute Rösti und auf der anderen nicht. Und Rösti-Graben trennt quasi die Rust-Welt, nativen Code, von der Managed-Welt, der JVM-Welt. Und soll das so ein bisschen, soll da aber so ein bisschen Brücken bauen dazwischen. Und ich will das gerne mal zeigen, was ich mir dabei gedacht habe. Also eigentlich habe ich mir nichts dabei gedacht, außer es ist cool, aber ich will zumindest mal zeigen, dass es funktioniert. Man kann also Rust-Code auf der JVM ausführen. Und ich finde das, das ist also wirklich Bleeding Edge, aber ich finde es ziemlich cool. Genau. Ich mache mal hier einen Editor auf. Man kann also jetzt so Testcode schreiben oder einfach irgendwelchen Code. Und das ist jetzt ganz gewöhnlicher Rust-Code. Und was jetzt hier passiert in dieser Testfunktion ist, man ruft eine Infofunktion auf und diese Infofunktion nutzt irgend so ein Rust-Logging-Framework und dieses Rust-Logging-Framework nutzt dann SLF4J auf der JVM-Seite und das benutzt dann am Ende Logback. Ich kann also aus Rust Logback benutzen. Nicht, weil das irgendwie sinnvoll ist, sondern weil es halt geht. Wie ist das jetzt implementiert? Das will ich noch, zeigen. Genau, also ich muss jetzt hier so einen JVM-Logger, so einen Typ anlegen. Die Details von Rust sind jetzt irgendwie nicht so wichtig. Ich will nur mal zeigen, wie der Code so ungefähr aussieht. Jetzt habe ich hier so eine Log-Funktion. Und was muss ich da machen? Ich lade mir irgendwie so eine, irgend so ein Objekt aus dem Kontext, das habe ich jetzt so Base Logging genannt. Wenn die JVM startet, schreibe ich das in den Truffle-Kontext rein. Das ist halt einfach so ein Objekt, wo Truffle diese ganzen Logger erreichen kann. Dann kann ich mir hier irgendwelche Java-Typen laden. So, hier irgendwelche Konvertierungen. Und dann kann ich jetzt hier so richtig coolen Unsafe-Code schreiben, mit denen ich jetzt so Low-Level irgendwelche Objekte instanziere und dann gegebenenfalls Methoden drauf aufrufe. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Foreign Function Interface. Also wer schon mal irgendwie, keine Ahnung, in Java mit JNI oder so gearbeitet hat, so wirklich viel anders ist es hier nicht. Das Coole ist halt wirklich, dass ich hier direkt 1:1 auf der JVM bin. Das heißt, da gibt es relativ wenige Kosten für diesen Funktionsaufruf. Das geht halt einfach direkt. Check noch die letzte Datei, die hier irgendwie wichtig ist. Das ist dann noch, noch mehr Low-Level, wo ich dann eben im Prinzip direkt sagen muss, was gibt es denn für Funktionen in Truffle, die ich aus Rust her aufrufen kann. Man sieht, das ist alles sehr Low-Level. Also ich kann hier irgendwelche Strings konvertieren, ich kann irgendwelche Werte nach Integers konvertieren und so weiter. Ich habe hier nur irgendwie die wichtigsten implementiert, die ich für diese Demo gebraucht habe. Da gibt es noch eine ganze Reihe mehr und man kann da auch komplexere Objekte hin und her schieben, wenn man das möchte. So, und jetzt will ich natürlich noch zeigen, dass das funktioniert. Wenn ich also jetzt hier, das ist SBT, das ist so ein Build-Tool für Scala, läuft auf der JVM, wenn ich da jetzt hier Test ausführe, dann wird tatsächlich jetzt hier der Rust-Code ausgeführt. Also ich sehe jetzt hier Hello World. Das ist direkt das, was aus dem Rust-Code kommt und das geht im Prinzip nativ 1:1 aus Rust aus. Also als Beispiel, wenn ich das jetzt ändere, test.rs, ich also jetzt hier irgendwie den Code ändere, nur als Beweis, dann wird mir mein Scala-Build-Tool, was auf der JVM läuft, jetzt den Rust-Code neu kompilieren und dann ausführen. Tada. Genau. Und ich weiß noch nicht so genau, wofür das gut ist.
Ich habe jedenfalls die Domain rustygraben.dev irgendwann mal gekauft, in der Hoffnung, dass da irgendwie ein cooles Projekt draus entsteht. Wer da irgendwelche Anwendungsfälle oder Use Cases dafür hat, ich bin da gerne offen, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wofür man es brauchen könnte. Aber es ist halt einfach irgendwie witzig, wenn man die GraalVM mal weiterdenkt, was man damit alles machen kann. Gut. Gut, damit wäre ich am Ende des Talks und nehme gerne noch ein paar Fragen entgegen. Wie heißt der Mensch, der Japaner Futamura. Ja, nicht zu wechseln mit Futurama. Ja, man muss fairerweise dazu sagen, dass GraalVM diese Futamura-Projektion nicht 100% perfekt implementiert, aber sie sind zumindest näher dran als andere Leute vor ihnen. Genau, GraalVM wird mit Doppel-A geschrieben, ja. Also die GraalVM als solche kann man schon benutzen und da gibt es auch, die ist auch sehr solide. Die war sehr lange in Entwicklung und wird auch sehr stark getestet. Das JavaScript-Backend zum Beispiel, das funktioniert sehr gut. Man kann die testen irgendwie das gesamte JavaScript-Ökosystem ab, ob man das mitlaufen lassen kann. Und das kann ich empfehlen, das kann man benutzen, das ist gar kein Problem. Nur halt diese experimentellen Sachen so mit nativen Code auf der JVM laufen lassen, weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Keine Ahnung, vielleicht tun sich da irgendwie Use Case auf. Aber alles andere, glaube ich, ist, was da drin ist, kann man schon benutzen. Tatsächlich die JavaScript-Ausführung muss man sogar benutzen über kurz oder lang, weil Rhino wird nicht mehr weiterentwickelt und Nashorn wurde abgekündigt. Das wird also irgendwann aus dem JDK verschwinden und dann braucht man irgendeine JavaScript-Engine vielleicht für irgendwas. Also möglicherweise verschwindet der Ansatz nicht. Du sagst nativen Code. Das ist also kompilierter Code für einen bestimmten Prozessortyp. Fast. Okay, also um das mal ein bisschen aufzuklären. Die GraalVM kann LLVM-Bitcode ausführen. Die kann jetzt nicht irgendwie eine .exe-File aus Windows ausführen. Diese LLVM-Bitcode ist etwas, was bei jedem LLVM-Kompiliervorgang sowieso anfällt. Das heißt, da muss ich mich nicht besonders anstellen, dass das da hinten rausfällt. Ich muss da so einen Flag mitgeben, dann kommt da zusätzlich auch noch dieser Bitcode raus. Dieser Bitcode ist zwar plattformabhängig, aber die Plattformabhängigkeit beschränkt sich auf sowas wie Bitbreiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das unter einem 32-Bit Windows kompiliere, kann ich das unter einem 32-Bit Linux auch ausführen, unter einem 32-Bit macOS. Auch auf einer anderen Prozessorarchitektur, solange die Bitbreite gleich ist. Aber da sind jetzt nicht solche Sachen drin wie irgendwelche CPU-Instruktionen oder sowas. Das heißt, das ist so eine Abstraktionsschicht höher als direkter nativer Code, aber auch eine Abstraktionsschicht, also es ist auch wesentlich niedriger eine Abstraktion als zum Beispiel JVM-Bytecode. Also in diesen LLVM-Bitcode finden sich irgendwie so explizite Bitbreiten drin und Pointers und genau solche Sachen, die man halt auch in Assembler drin hätte. Aber es ist halt schon auch getypt. Also in Assembler habe ich ja eigentlich, da wird irgendwie ständig hin und her gecastet und es ist eigentlich egal, ob ich jetzt das Ding als Int oder als Pointer interpretiere. Das ist in LLVM-Bitcode noch anders. Da ist also wirklich dann noch eine Unterscheidung zwischen Pointern und Integers zum Beispiel drin. Und das ermöglicht eben der GraalVM da auch zu verstehen, was da passiert in diesem Code. Ja. Ah ja, okay, also die Frage ist jetzt irgendwie, wie, wenn ich nativen Code ausführen kann, wie kann ich dann auch JavaScript-Code ausführen? Mhm. Das liegt daran, dass diese ganzen, ich kann da die Folie nochmal herholen, diese ganzen Frontends hier, Java, JS, Ruby, bla bla, das sind alles separate Implementierungen, die auf dieser Truffle-API drauf sitzen. Dieses GraalVM stellt diese Truffle-API bereit. Das ist quasi so eine sehr abstrakte, sehr allgemeine API für Programmiersprachimplementierung. Und dann gibt es halt eine Implementierung für JavaScript und so weiter und so fort und eben auch eine für LLVM-Bitcode. Diese hier, die für JavaScript, kann man sich auch einfach als Jar-File von Maven Central holen und in eine beliebige JVM reinlinken.
weil die da irgendwie das so gebaut haben, dass das unabhängig von GraalVM funktioniert. Die anderen hier, da braucht man tatsächlich eine GraalVM zur Ausführung. Das Ding kann man auch anderweitig benutzen. Das haben wir tatsächlich in einem aktuellen Projekt auch mal ausprobiert, das auf einem ganz normalen OpenJDK laufen zu lassen. Das geht auch. Gut. Noch mehr Fragen? Dann hätten wir noch ein Buch zu verlosen, nämlich das Buch Microservice von Eberhard. Und wie wir das machen ist, ich schreibe jetzt in den entsprechenden Rust-Code, der jetzt Java U2Random benutzt. Rust hätte zwar selber eine Random-Implementierung, das wäre langweilig, wenn man das benutzen würde. Ich habe da auch den Code schon vorbereitet, weil da sind einfach zu viele Moving Parts drin, um das irgendwie live zu coden. Deswegen cheate ich jetzt mal hier ein bisschen und paste das jetzt hier einfach rein. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Was passiert hier? Ich ziehe mir hier irgendwie diesen, also in dem Fall den Scala Random, um einfach noch mehr Sprachen reinzubringen in den Mix. Scala U2 Random, dann hole ich mir irgendwie eine neue Instanz von diesem Random-Objekt und dann rufe ich da NextInt auf. Wie ihr seht, übrigens auch mit dieser schönen Nullterminierung, weil in C muss man sowas machen, sonst weiß man nicht, wie lang der String ist. Und jetzt brauche ich noch die Gesamtzahl von euch. Und da zählen wir am besten ab 0 durch. Genau, also haben wir jetzt hier 0, 1, 2, 3, 4, du bist InnoQ, 5, 6, 7 und da hinten ist nochmal InnoQ. Also muss ich jetzt hier von 0 bis 7, also muss ich jetzt hier 8 eintippen. So. Trommelwirbel. The winner is zero. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe nicht noch ein Microservice-Buch zum Vergeben. Ja, okay, also es ist wirklich random. Okay. Vielen Dank.